Ja, Freunde, und sehr herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, mich, Tenno, und heute zocken wir bis den nächsten vier Parts die gespiegelten DLC-Cups. Let's go. Diesmal ist der Tobi wieder am Start. Hi, Leute, und wenn meine Stimme sich jetzt ein bisschen quietschig oder so anhört, das liegt daran, dass meine Nase zu ist, also nicht wundern, bitte. Ja. Und ich nehme die Baby Peach. Und ich nehme Baby Rosalina. Ich fahre mit der Kirmesdroschke diesmal, den Rallye-Reifen und den Sonnenschirm. Ich nehme heute mal den Blue Falcon, die Slick-Greif-Violett, da bin ich mal ein bisschen weggegangen, und den Mario Kart TV-Gleiter. Und dann starten wir direkt mit dem iCup. Let's go. Mal sehen, wie es wird. Ja. Wir sind auch vor allem richtig gespannt, wie es da so ablaufen wird. Ja. Boah, den Ladebildschirm hat man lange nicht mehr gesehen. So, also es lädt ja jetzt wieder. Und es wird jetzt im Moment anfangen, jawohl. Wieder von dem GCN, also von dem Nintendo GameCube. Und jetzt geht's los. Oder wie sich das angehört hat, wie so ein Mensch. Mit CR drin. Ja, hab ich gerade auch wieder mitbekommen. Und ich muss den Ess davon irgendwie wieder eingeholt kriegen. Ich werd's wohl nie lernen, Leute. Komm her, Roy. Ich tröte dich weg, jawoll. Habe ich den Roy direkt mal weggetrötet. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet. Und vor allen Dingen mal die Challenge gestern, wer die noch nicht gesehen hat. Also, die könnt ihr dann auf jeden Fall nochmal nachholen. Also die Challenge an meinem Kindergeburtstag. Wenn ihr die noch nicht geguckt habt, also ein paar noch. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr die ja noch nachholen. Auf jeden Fall bin ich hier jetzt schon mal gut durchgekommen in dieser ersten Runde. Ja, und falls ihr euch bei dem einen Video von der Challenge über den Kameramann beschwert, das war ich. Und ich bin halt kein guter Kameramann. Aber das sollte man ja auch schon wissen. Ja. Hat man ja schon öfters gelernt und gehört. Du bist fast Letzter. Weil ich wieder vergessen habe zu driften. Und weil das... Ich finde Driften immer falsch. Und ich lenke immer falsch. Ich hab... Ja, ist ja gespiegelt. Bei gespiegelt ist es meistens immer sehr schwer. Gespiegelt ist generell... Nein, ich will nicht so wie du schießt. Nein. Die sind zwar schön. So, letzte Runde, Leute. Noch liege ich in Führung. Ja, auf jeden Fall, wenn wir in den nächsten vier Parts mal gucken. Im nächsten Part werde ich mal noch mal einen anderen mit hinzunehmen. Also nicht Tobi, auch nicht Luca, sondern mal versuchen, Finn mitzunehmen. Der kann zwar auch noch nicht so gut fahren, aber mache ich den leider mal, der weil der möchte auch mal beibringen. Der muss ja auch mal können. Ja, der kann das halt mal kurz. Halbwegs ist ja nicht ganz. Ich weiß. So, aber die Computer hinter mir sind schon wieder... Schon wieder stark, ey, der kommt da jetzt schon an, was? So, auf jeden Fall erster. Das gönn ich mir. Leute, falls ihr euch wundert, ich sag jetzt keine Schimpfwörter mehr. Zum Beispiel, ich sag jetzt, die wollen einen doch verdönern und zum Bowser. Also, ja, wisst, also sagst du Schimpfwörter, weil. Ja. Die sind ja nicht so angemessen, meine lieben Leute. Ja. Die solltet ihr lieber weglassen. Ja, und wir machen jetzt einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, dann kommen wir direkt auch schon zum nächsten Rennen, und zwar das Exit-Bike-Stadion. Wahrscheinlich werde ich eh wieder verlieren. Muss mal in den Kurven versuchen, mal besser zu driften. Ist mal ein Tipp von mir. Ja, du musst direkt nach dem zweiten Düt, musst du... Nein! Direkt nach dem zweiten Düt musst du aufs Gas drücken. Zum Beispiel, du musst mal abwarten, weil du drückst schon immer vorher aufs Gas. Du drück mal dann am Anfang auf den Start, nicht aufs Gas, und dann sage ich dir jetzt, ja? Ja, in der nächsten Runde, in der nächsten. Ja. Die muss ich gar nicht so sehr drücken. Die Strecke mag ich. Ja, die finde ich auch gar nicht schlecht. Wow. So, vor allem haben
wir ja die Trampolin-Challenge gestern gemacht, an meinem Kindergeburtstag, ja. Und wenn ihr die noch nicht geguckt habt, da könnte ich euch auf jeden Fall schon mal sagen, da war ein guter Jumper mit bei. Ich bin eigentlich auch nicht so ein schlechter Jumper, aber ich kann einen Vorwärtssalto, als ich übe. Also ich übe zwar schon Rückwärtssalto, aber auf meinem Trampolin geht das schlecht, weil das jetzt nicht mehr so gut federt und weil ich, glaube ich, bald ein neues bekomme. Und das wird sogar am Boden angehört. Ja. Aber und Leute, wegen dem Trampolin-Challenge-Video. Ja! Da gibt es auch eine kleine Überraschung. Das will ich euch nicht verraten, das wird euch ein bisschen Spaß verderben. Aber diese Überraschung hat mit mir zu tun. Und zwar, ich nenne sie mal den Kameramann-Fail. Wenn ihr wissen wollt, was der Kameramann-Fail ist, dann schaut euch das Video an. Wenn nicht, man kann mich ja nicht trinken. Ist ja eure Entscheidung. Wollte ich nur jetzt so nebenbei, by the way, jetzt sagen. Ja, und wenn ihr den Fail lustig findet, dann schreibt doch mal in die Kommentare Hashtag Kameramann-Fail. Nein, ihr müsst doch erster werden. Friss ihn weg. Ich hasse es. Naja, aber man kann nicht ja immer alles im Leben haben. Und nein! Zum Bowser. Obwohl... Und Ich hab noch Valley überlobt. Und du bist ein anderer Platz mit Punkten, dann kappen wir das wieder und dann sehen wir uns gleich. So, die große Drachenmauer kommt jetzt und jetzt sag ich jetzt, wenn du auf Gas drücken musst. Warte. Jetzt. Ah, warte, wieder zu spät. Die Strecke kenne ich nicht. Ja, die habe ich auch, glaube ich, mit... Ja, weil du die ja noch nie gefahren bist, gespiegelt. Weil ich die ja auch erst im 150er als Plate habe. So, also... Am 115 war ich auch gar nicht dabei. Nee, da warst du ja nicht dabei, habe ich ja alleine gemacht. Ich hab Borten von 15. Falls ihr wissen wollt, was ich im 200er CC machen werde... Da fahre ich wieder alleine und mal ja. Werdet ihr dann hier sehen? Wie das dann so, also dann werdet ihr halt dann schon sehen, wie das dann ablaufen wird. Dann halt. Lol, da sind ja Jungs. Yes, ich hab den getroffen. Da sind ja Karate. Ja, warte. Kommt Fula Kitty wieder. Ich hätte fast einen lilanen Pilz gehabt. Was ist das? Hier gibt's keinen lilanen Pilz. Doch, der Pilz war lila. Da war irgendwas lilanes. Dann war das anscheinend ein Bob Omb, der lila eingefärbt war. Ja, Kugelwilli. Bullet Bill. Weil der Bob Omb ist ein bisschen pink. Komm schon. Wir sind der Kurve. Wehe. Och, du willst mich doch verdönern, Junge. Du willst mich doch nur verdönern. Aber du bist Neunter. Ist doch okay, oder nicht? Ich muss hier noch Erster werden. Das ist doch nicht wahr. So. Freunde, ich war doch mal so gut. Und wieso bin ich jetzt auf einmal so schlecht? Aber egal, nicht verzagen. Hoffentlich kann ich ihn noch einholen. Oh, jetzt drei Rote. Da kann der jetzt noch verkacken. Verkack! Ja, er verkackt. Schnell fahr! Form die Kurve! Form die Kurve, Mann! Fahr schnell ins Ziel! Yes! Wer ist hier der Race Lacker? Wer? Ich bin's! Ich nicht! Und das Video geht schon 9 Minuten und wir konnten noch die Fahrt runter, weil ich hab das abgehakt. Ja, und du bist jetzt wieder Elfter, dann cutten wir das wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, letztes Rennen für heute, Mute City. Und ich hoffe mal, jetzt kriegst du den Powerstein wieder besser hin. Juhu! Jawohl, hast du endlich mal geschafft.
So, und wie gesagt, letztes Rennen. Boah, der Raider geht schon wieder richtig gut. Oh, das läuft aber jetzt noch richtig gut. Aber es heißt ja nichts. Es sind ja 3 Runden, da kann sich ja alles nochmal ändern. Hier. Ja, weil es sind ja keine normalen Rennen, weil es sind ja immer Items. Und da wurde der Tobi auch schon wieder... Siehst du, da hat sich schon geändert. Da hat sich schon wieder geändert. Ja. Ich sag's ja, geht ja schnell. Das sieht so aus wie diese Stadt. Das sieht. Falls euch irgendwie erinnern sollte, sieht irgendwie so aus wie eine Stadt in Star Wars. Obwohl es ja eigentlich gefallen ist. Ja, und ich hab's schon gehört, da kühlt wieder ein Stachel. Ist aber erst der erste in diesem Fall. Coruscant. Lass einfach hier Dings Falcon Punch. Hier, Falcon Punch. Blue. Falcon. Blue Falcon. Es gibt ja so einen Anzug für den Mii. Der heißt Falcon. Ja. So einen Falkenanzug. Falken. Wenn du dann mit dem Blue Falcon fährst, ey, das sieht richtig krank aus. Aber mit dem Samus würde ich auch fahren. Also, wenn ihr die. Ich sag's ja, geht schnell wie nichts. Jetzt wieder 9. Aber jetzt sind noch ein paar hinter dir. Jetzt nur noch 2 Stück. Naja. Es fahren alle 3 Babys mit. Von den Girls. Weil ich bin Baby Rosalina, du fährst Baby Peach und Baby Daisy ist ein Computer. Ja, die Babyfreundinnen. Freundinnen des Jahres. Ja, Freundinnen forever. Ja, komm. Aber 9! 9! 9! Wie weit bin ich vor dem? Ach du Scheiße, das ist ja wieder richtig nah an meinen. Oh! Ich kann das gewinnen! Ich kann das noch! Hier, ich kann das den jetzt einholen. Nein! Nicht! Wieso hast du den losgeschickt? Komm schon, ich muss es noch schaffen! Ich muss es noch verdammt nochmal schaffen! Yes! Der Stachelpanzer von dir hat Pech gehabt. Genau wie ich. Ah, ich sag's ja, das ändert sich wie nichts. Der ist mal auf dem 4. und landet auf dem 11. Und landet dann auf dem 11. Naja, Leute. Man kann ja nicht immer gewinnen. In meinem Fall nie. Ja, und da bist du wieder der Letzte. Ja, ist logisch. Jo. Man kennt's von ihm. So, dann war's jetzt auch wieder mit dem Cup. Wie fandst du den? Ja, ich fand den so... Ja, so lala. So lala, lila. Mal sehen. Ja, dann bekomme ich auch wieder den goldenen Cup mit den 2 Sternen drauf. Eha! Und sogar den neuen Stempel! Du hast einen neuen Stempel erhalten. Möchtest du dir einen Miiverse-Beitrag posten? Nein, geht ja nicht mehr, weil das Miiverse ja jetzt out ist. Was heißt das? Was ist jetzt aus? Haben die es letztens ausgemacht? Die haben es gelöscht. Ja, Wolle, dann. Das? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Part. Tschüssi!